Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark. Ja. Dieses Geknurre hier während der schönen Musik. Schöne Musik. Ist übrigens von To the Moon. Sehr schön. Ja. Alter. Seid doch nicht so. Akku. Ja. Ja. '64 und '66. Mann. Ja. So. Eigentlich habe ich ja gesagt, nächste Aufnahme wird wahrscheinlich mit leiserer Musik sein. Nein. Nein, nächste Folge wird nächste Aufnahme wird mit dem nächsten Update sein, weil ich halt so viel vorgespielt habe, aber nein. Es ist tatsächlich der gleiche Tag wie die letzte Aufnahme. Ich habe einfach Bock, mal mit den neuen Allosaurus durch die Gegend zu laufen und Fiesmöpse zu jagen. Oder generell mal einfach rum zu laufen. Vergessen. Gut, nehmen wir den eben als Alpha Raptor. Alpha Allo. Ja, das ist jetzt natürlich ganz blöd da hinten. Ich sehe nichts. Ah, Junge. Hör doch unbedingt ins Bild, ne? So. Geht das auch mehrfach? Irgendwie hört sich dieses, Brüllen niedlich an. Ich weiß nicht warum. Ich würde mal sagen, wir gehen in diese Richtung. Ach ja. Na, na, na. Ja. Das muss ich nochmal machen. Boah, das ist schon krass. Nam, 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 nam. Schon cool. Ich sollte mal aus dem K-Modus rausgehen. So. Oh. Einfach mal so platt gemanscht. Oh.
Das ist brutal. Oh, das war einfach. Oh, nee, halt, stopp. Der Spino wird gerade getötet. Das ist ein Raptor. Können wir hier rüber gehen einfach. Ja. Na, das hasse ich immer. Da muss man einfach mal das hier machen. So. Was ist das? Ah, Starbound. Hey, mal ein bisschen lauter machen. Das geht auch, wenn die, wenn wir beim Laufen, also beim Gehen, auch beim Rennen. Ja, geil. Mega fett. Das, oh, Entschuldigung. Das stelle ich mir mega geil vor, in Multiplayer-Spielen, wenn man halt so einen feindlichen Spieler hat und der dann auch mit so einer Allosaurus-Meute auf einen zukommt und dann schön anbrüllt und so weiter. Oh, cool, der lässt uns in Ruhe. Ja, danke. So. Hilfe? Komme ich hier nicht hoch? Doch. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Nicht viel, weil ich hier nämlich festhänge. So. Das ist leider ein bisschen ätzend, wenn man mehrere Dinos hat. Da sind die, ist die Meute.
Geil. Die Allosaurus sind mega. auf Ausdauer wollte ich ja hier gehen. Ich nehme mal ein bisschen Fleisch mit. Und ganz ehrlich, den Rest schmeiße ich einfach weg. Außer das hier. Und Chitin auch nicht. Komm, Steinfall. So, aber den Rest hier, den schmeiße ich alles weg. Brauchen wir nicht. Können wir auch mal drauf verzichten. Alle noch da? Ja. Es ist schon brutal. Ich möchte mal was gucken. Boah, ist das mega. Ist das geil. Oh Mann. Ist hier einer irgendwie schwer verletzt oder so? Scheint nicht so. Ja. Auch mal die Landschaft hier ein bisschen genießen. Hier würde ich gerne mal ein Häuschen hinsetzen. Als nächstes. Oder ich weiß was Besseres. Jedoch, ich hätte hier schon gerne ein Häuschen. Übrigens Nacht. Und bei Nacht würde ich gerne was testen. Boah, es ist mega. Wow, keine Chance. Und das ist immer das, was ich hasse. Oh, und welcher ist jetzt? Ja, hier. Keine Chance, der T-Rex. Alter Schwede. Oh.
Ich könnte ja auch mal mehr mit Befehlen arbeiten. Wo ist er? Da ist er. Hä? Mann. Das wollte ich nicht. Ja. Ah, ich hasse das. Ich benutze immer die falsche Taste. So, das wollte ich nämlich mal testen. Das ist jetzt nämlich die Nacht-Playlist. Da sind nämlich Lieder drin, die ich wenn ich jetzt zum Beispiel Minecraft zocken würde, würde ich diese Playlist für Höhlen benutzen. Das sind halt solche. Ist jetzt nur ein Test. Ausdauer, ne? Ja. 1000 Ausdauer. Machen wir ein nächstes Lied. Nochmal? Hä? Hä? Naja. Ich werde mir doch schon was gedacht haben. Ich wollte eigentlich in diese Richtung. Ja, ist so gut. Ich finde, die Musik passt irgendwie nicht so wirklich. Aber andere Musik habe ich leider nicht. Dead Space 2 Soundtrack. Ja. Toll. Eigentlich kann uns momentan nicht so wirklich ein Dinosaurier gefährlich werden.
Ja. Da waren mal wieder Ameisen. Die Musik ist irgendwie... Naja. Oh. Hilfe. Vor allem leise, denke ich mal. Ah, Mann. Moment mal. Wo sind meine beiden Alus? Ach, da hinten. Hm. Okay, weit in der Ferne hat man gerade irgendwie ein Kylosaurus runterfliegen sehen. Das sah gerade sehr lustig aus. Oh Gott, warum ist es auf einmal so dunkel? Oh, wow. So, mal auf 2000 Leben hoch pushen. Alter, man sieht hier echt gar nichts gerade. Ja, das ist, Hilfe! Ich sehe nichts. Sehr, sehr gut. Oh, vor allem laut. Liegen da? Was ist so ein Adler? Hilfe! Oh, das war gar nicht gut. Ich wollte eigentlich nur kurz hier hin. Na komm. Ah. Ja, kann ich ignorieren. Hilfe? Wo geht's denn hier raus aus dem Schneegebiet? Ja, ich bin im Erfrieren. Und ich sehe gar nichts. Aber da ist das weiße Teil. Hilfe. Ja, ist gut. Jungs, ich bin im Erfrieren. Ah, hier ist Regen. Ah, hier ist gut.
Ich sehe gerade gar nichts. Sind alle beisammen? Ja. Es regnet und es ist dunkel. Und ich weiß nicht, wo ich längst laufe. Wohin? Wohin sollen wir? Ich glaube, das Wetter wird besser. Man sieht wieder mehr. Man sieht mehr. Ich will wieder zurück. Ah. Mücke! Nein! Na! Ah, nee. Was? Oh, puh, das ist nur eine Fliege. Hui, meine Stimme. Na, na. Schleichen uns an. Verdammt. Wir schleichen uns an und greifen ihn an. Ist das brutal. Wir sind die Könige. Mit leerer Fackel. Luft der Durchreise. Sind noch alle da? Ja. So. Da hinten ist ein T-Rex. Aber ich würde sagen, den greifen wir nicht an. Wir lassen ihn in Ruhe seine Beute jagen. Zum Beispiel dieses Mammut da. Hamm. Aber ganz ehrlich, das war dumm. Denn er hat keine Überlebenschance.
die machen ihn fertig. Und die Moral von der Geschichte: Greif nie jemanden an, den du bei Weitem unterlegen bist. Gute Nacht, T-Rex. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge laufen wir weiter. Und kümmern uns um den zweiten Vollidioten da vorne. Naja, bis dann. Tschüss.